Moin Leute, ist euch mal was aufgefallen, wenn ihr euch in den letzten Wochen mit anderen Bremer Fans auseinandergesetzt habt? Richtig, selten gab es so eine große Aufbruchsstimmung zur neuen Saison wie zu dieser Saison. Liegt sicher an den sehr überschaubaren Ergebnissen der letzten Jahre, aber mit Sicherheit auch an einigen anderen Faktoren. Deshalb möchte ich mit euch heute über 5 Dinge sprechen, die dafür sorgen werden, dass Werder seit langer Zeit endlich mal wieder eine gute Saison spielen wird. Aber ein ganz großes Aber, gute Saison nicht zu verwechseln damit, dass wir jetzt schon anfangen von Europa zu träumen, denn mein Lieblingswort in dieser Phase, immer wieder Demut. Ich meine, wir müssen immer mal wieder drauf blicken, wo wir herkommen. Wir kommen echt wirklich von eiskaltem Abstiegskampf, sehr große Phasen der letzten Saisons und deshalb wären auch kleine Schritte nach vorne schon enorm wichtig. Natürlich wird sich am Ende keiner beschweren, wenn es für Europa reicht, aber das sollte definitiv nicht die Zielsetzung der Fans sein und definitiv auch nicht das ausschlaggebende Argument dafür, dass die Stimmung weiterhin im Weserstadion enorm bombastisch bleibt. Aber fangen wir einfach mal an mit Grund 1 ist für mich der Trainer Florian Kohfeldt. Klar, wir haben das in letzter Zeit häufig so, dass ein neuer Trainer aus der Jugend übernommen hat und dann war es erstmal temporär gut, dann wurde es auf einmal wieder ganz schlecht. Aber bei Kohfeldt ist es halt nicht miteinander mit den anderen Trainern vergleichbar. Zum einen hat er einen deutlich besseren Draht zum Team. Er hat eine eloquente Ansprache an die Medien. Er scheint auch wirklich mit Einzelspielern viel zu reden und gibt ihnen halt auch wirklich glaubhaft weiter, was sie können, was sie vielleicht nicht so gut können, was die Bremer Spielidee ist und noch viel, viel wichtiger. Er hat halt einfach so ein taktisches Repertoire, was meiner Meinung nach nur wenige Trainer in der Liga drauf haben. Er hat jetzt das nötige Spielermaterial und hat auch letzte Saison schon gezeigt, er ist einer, der wirklich für jedes Spiel einen Matchplan hat, versucht auf jeden Gegner zu reagieren, wirklich die optimale Elf einzustimmen und auch aufzustellen. Und deshalb gehe ich halt bei Florian Kohfeldt mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Saison. Und deshalb ist der Trainer auch unser erster Grund, weshalb Werder eine gute Saison spielt. Grund Nummer 2, die Transferphase. Endlich, darf man da sagen, hat Werder sich getraut, Geld in die Hand zu nehmen. Vor allen Dingen für Davy Klaassen, was sicherlich der Königstransfer ist und auch ein wichtiger Baustein dafür sein wird, dass Bremen eine gute Saison spielt. Dazu kommen noch weitere Offensivoptionen mit Hanek, mit Osako dazu, Beymo, der Gebre Selassie hinten rechts Feuer macht, Capino, der sich zwar jetzt leider verletzt hat, aber langfristig dafür sorgt, dass du wirklich auf der Torhüter Position auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und außerdem Möwald. Also wir haben sicherlich im Mittelfeld so ein bisschen die Breite ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, wir haben uns in der Spitze ein bisschen verstärkt. Wir haben interessante Charaktere dazugekriegt. Auch wenn ich jetzt glaube, dass vielleicht noch ein Sechser dem Team gut täte, ist es insgesamt eine Transferphase gewesen, die richtig, richtig gut für Werder gelaufen ist bis hierhin. Und Grund Nummer 3 hängt auch so ein bisschen mit der Transferphase zusammen. Denn Werder hat den Kader endlich mal früh genug zusammen, beziehungsweise den Kern und die wichtigen Spieler für die kommende Saison jetzt einfach schon an Bord. Sie haben das wichtige Trainingslager mitgemacht, sie konnten sich an die Mannschaft gewöhnen, also wirklich an jeden Mitspieler, den sie haben, ein bisschen an den Trainer, an die Taktik, und das wird vor allen Dingen den Saisonstart verglichen oder im Vergleich zu den vorherigen Saisons ein bisschen erleichtern, wird dafür sorgen, dass Werder einen Drive sicherlich ein bisschen schneller findet. Und am Ende des Tages werden wir dann hoffentlich sagen, Werder, wieso nicht immer so früh? Denn das hat ja dieses Jahr wunderbar geklappt. Grund Nummer 4 ist die Teamzusammenstellung. Also wir haben richtig gute Talente, die jetzt wirklich offiziell nachrücken, gerade mit Jojo Eggestein, auch mit Sargent, der sicherlich den einen oder anderen Einsatz haben kann. Keuper wird näher an die Profis herangeführt. Wir haben Plockmann, der jetzt wahrscheinlich auch am Anfang der Saison schon als Nummer 2 mit auf die Bank geht. Wir haben wichtige Führungsspieler, wie zum Beispiel auch Claudio Pizarro, der zurückgekommen ist, der vor allen Dingen in den Trainingseinheiten enorm viel im Team mitgeben kann. Wir haben mit Kruse einen Kapitän, der einfach klar und direkt ist, der einfach die nötige Anerkennung innerhalb des Teams hat, der auch dafür ein bisschen sorgen wird, dass es zwar keine ganz flachen Hierarchien sind, aber dass es, glaube ich, einfach eine gute Teamdynamik geben wird. Wir haben erfahrene Spieler dazu gekriegt mit Klaassen. Wir haben in der Abwehr auch wirklich so eine gute Mischung aus ein bisschen weiter als Talent. Gerade so Spieler wie Veljković, die jetzt den nächsten Schritt gehen können. Erfahrene Leute wie Moisander. Also ich bin da wirklich sehr, sehr guter Dinge. Dass das alles sehr gut harmonieren wird, weil gerade so das, was man von Werder sieht im Trainingslager, in den Trainingseinheiten und das, was man von den Spielern hört,
das spricht dafür, dass sich das Team enorm gut versteht. Und ich glaube, gerade dann, wenn einfach so eine positive Teamchemie da ist, dann kann auch einfach was Großes entstehen. Und last but not least, die wiedergewonnene Abwehrstärke von Werder Bremen. Wie heißt es denn nämlich so schön? Der Sturm gewinnt Spiele, die Defensive Titel bzw. Meisterschaften. Natürlich reden wir bei Werder nicht von Meisterschaft, aber wir müssen dann halt auch einfach so bilanzieren, dass Werder vor allen Dingen unter Kofeld so dieses Defensivverhalten wirklich optimiert hat. Also auch gerade so die Abstimmung zwischen Offensive und Defensive läuft einfach deutlich besser. Die Spieler, die offensiver eigentlich eingestellt sind, arbeiten viel, viel mehr mit nach hinten. Man hat halt einfach wirklich dieses taktische Konzept, diese taktische Idee vom Trainer verinnerlicht, setzt es auf den Platz um. Und die Spieler gehen jetzt natürlich auch so ein bisschen erfahrener und vor allen Dingen auch ein bisschen eingespielter in die kommende Saison. Denn der Torhüter und die Viererkette, die erkennt sich ja jetzt schon mindestens seit der letzten Saison so. Da sind Spieler wie Veljkovic, habe ich gerade schon gesagt, die sich weiterentwickeln. Bei Theodor Gebrselassie in Bejmo, dem nochmal richtig Feuer machen wird. Auch Friedel, da sehe ich enorm viel Potenzial, dass der noch wirklich viel besser werden kann. Und ich glaube, dass das auch ein richtiger Faktor sein wird dafür, dass wer da ja, vielleicht von Anfang an auch diesmal einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. So Leute, das waren die 5 Gründe, weshalb Werder eine gute Saison spielen wird. Fallen euch noch mehr Gründe dafür ein? Schreibt sie in die Kommentare. Findet ihr es zu positiv und seid ihr da deutlich pessimistischer als ich? Ich freue mich auf eure Meinung und freue mich wie immer darüber mit euch zu diskutieren. Verbleibe mit sportlichen grün-weißen Grüßen. Bis zur nächsten Runde. Ciao.